So, in der heutigen Folge geht es um TRIOS, dem Betriebs- oder TRIOS, dem Betriebssystem für den Hive. Ich werde da zwei Folgen machen, all die derweil es das TRIOS im Download-Bereich auf der Webseite auch in zwei Versionen gibt. Es gibt diese Bin-Version und es gibt die Source-Version. Was ist der Unterschied und für wen ist es? Die Bin-Version enthält wirklich bloß die Binaries. Ja, also die Binaries für die Chips, die geflasht werden müssen und dann die Dateien, die auf die SD-Karte überspielt werden. Da sind keinerlei Quelltexte drin. Und klar, die Source-Version enthält dann auch die kompletten Quelltexte. Ja? Also die Bin-Version ist für all jene, die halt mal schnell einen Hive fertig machen wollen oder mal eine SD-Karte. Ist natürlich dann auch ein bisschen kleiner vom Download, aber das ist heutzutage ja eigentlich kein Problem mehr. Und die Source-Version für all diejenigen, welche programmieren wollen. Und das werden ja wahrscheinlich alle sein. Zusätzlich dachte ich, gehen wir dann gleich noch darauf ein, auf die Zusatzprogramme, die Zusätze, die es noch, das quasi das Zubehör, was es noch so gibt, als da wäre die Toolboxen, ja, und die und das Gamespack und. Ja? Jo, grober Ablauf, erstmal Download und Installation, dann gucken wir uns das TRIOS selber an und zum Schluss dann die Zusätze. So, wo bekommen wir jetzt das TRIOS her? Natürlich von der Hive Homepage hiveproject.de. Ja. Und dort gibt es einen Download-Bereich. Und dort finden wir beide TRIOS-Versionen, die Bin-Version und die Source-Version. Na? Ich hole das mal beides. Des Weiteren finden wir dort dann die ganzen Zusätze. Ich hole die auch gleich mal, weil wir über diese nachher dann auch mal sprechen werden. Also wäre das Plexus, die drei Toolbox-Archive Toolbox 2 ist etwas größer, weil dort Mediendateien enthalten sind. Deswegen dauert der Download jetzt einen kleinen Augenblick. Toolbox 3 ist wieder klein. Basic. Was brauchen wir noch? Tutorial Testprogramm kennt ihr wahrscheinlich alle schon, wenn ihr den Hive aufgebaut habt. Ach ja, das Gamespack noch. Ja. So, Datenblätter, hier brauchen wir eigentlich nichts mehr. Okay, da kommt noch was. Achso, das Gamespack war noch nicht fertig. Und raus. So, ich mache mir jetzt hier einfach mal einen Ordner für das Zubehör. Und pack das mal alles rein, damit uns jetzt hier nicht stört. So, jetzt entpacken wir das TRIOS in der Bin-Version und schauen uns mal an, was dort enthalten ist. So, okay, was haben wir dort? Wir haben erstmal einen Ordner Doku, klar, da ist die Dokumentation drin, wobei sich die Dokumentation in der Regel bezieht auf, zum Teil halt auch auf die Source-Version. Ne? Also hier ist zum Beispiel auch der Punkt 2 Installation mit Force, ja, dort können wir ja nichts ändern und wenn wir das TRIOS mit dem PropForce zusammen installieren wollen, so dass es PropForce auch gleich automatisch startet, muss man ja an einer kleinen Stelle was ändern in dem Quelltext. Ich glaube, das steht ja auch drin. Bla bla bla, Umstellung auf Force, jawohl. Define müssen wir da
ändern. Das geht natürlich nicht, weil wir hier gar nicht die Quelltext haben und weil wir das auch nicht übersetzen können. Die Dokumentation ist aber trotzdem das gleiche. So hat man das dann schon mal hier, kann sich einen Überblick verschaffen. Die Geschichte mit dem Forst besprechen wir dann auch in der Source-Version von Trias, in dem zweiten Tutorial dazu. Ne? Gehe ich jetzt auch gar nicht weiter drauf ein. Einfache Installation steht eigentlich nochmal das drin, was wir jetzt hier tun. Ja? Und im Groben haben wir das ja eigentlich auch schon, die Grundinstallation besprochen im bisherigen Aufbau-Tutorial. Und zwar an der Stelle, wo wir den RTC-Chip in die Gänge gebracht haben. Ja. So, was haben wir noch für Verzeichnisse? Wir haben dann noch ein Verzeichnis Flash und SD-Card. Kann sich wahrscheinlich jeder denken, worum es sich handelt. Flash sind die Dateien, die wir in die drei EEPROMs von den drei Propeller-Chips flashen. Ja. Und SD-Card, klar, das ist genau das, was wir auf die SD-Card kopieren. So, kommen wir zum Flashen selber von den EEPROMs mit den drei Flash-Dateien, die wir in dem Verzeichnis Flash auch haben. Dort gibt es zweierlei Unwägbarkeiten. Das erste ist die Frage natürlich, mit welchem Programm habt ihr diese Flash-Dateien, diese Binary-Dateien verknüpft? Ja, die heißen ja zum Beispiel Bellflash plus .binary. Das kann sein mit dem Propeller-Tool. Es kann aber auch sein, dass es verknüpft ist mit dem BST-Tool. Ja, ich werde das einfach mal mit beiden Versionen zeigen. Das zweite ist die Frage, welche Version ihr vom Board habt. Dementsprechend müsst ihr diese Schalter setzen. Bei den neueren Boards sind diese Schalter genauso angeordnet, wie diese Propeller-Chips angeordnet sind. Ja, also diese Revision 14 Boards. Das heißt, der oberste Schalter steuert Administra, den Chip. Der zweite Schalter darunter steuert Bellatrix, hier in der Mitte. Und der dritte dann dementsprechend Regnatix. Das war bei den älteren Boards anders. Da hatte ich diese Schalter so belegt, wie ich den Hive aufgebaut habe. Ja? Und ich habe ja angefangen als ersten Chip mit dem Bellatrix-Chip. Das heißt, der oberste Schalter ist der Bellatrix. Danach kommt Administra, das war der zweite Chip, den ich aufgelötet habe. Und als letzten Chip habe ich ja dann auf dem Prototypen Regnatix in die Gänge gebracht, auf der Lochaster-Platine. Und das ist dann dementsprechend der dritte Switch. Ja? Ich habe das hier an meinem Hive, den ich hier aufgebaut habe, ganz anders. Ich zeige das einfach mal. So, und zwar habe ich hier an der Seite diesen Schalter rausgeführt. Ja? Und ich habe in der hinteren Stellung, hier ist ein altes Board drin, da habe ich dann Bellatrix. Ja? Dann in der mittleren Schalterstellung Administra und ganz vorne dann Regnatix. Ja? Man möchte das ja von außen dann zugänglich haben. So, schauen wir uns mal an, wie das aussieht mit den beiden Versionen für die Propeller Toolbox bzw. dem BST. Wir gehen ins Verzeichnis Flash. Dort habe ich, machen wir es mal ein bisschen größer. Jetzt sind diese Dateien verknüpft mit dem BST-Tool. Man sieht das auch an dem Symbol. Ne? Und wenn ich jetzt ADM Flash Binary doppelklicke, startet eigentlich nur das Flash-Tool von dem BST. Das heißt, das BST selber startet jetzt nicht. Und ich kann dann hier wählen, soll das übertragen werden, diese Binary in RAM? Dann ist es natürlich nach dem Ausschalten weg. Oder wir wollen es ja flashen. Wir klicken dann einfach auf EEPROM und dann geht's los. Na? Ich mache das jetzt hier mal nicht, weil ich jetzt gerade hier keinen Hive dran habe. Jetzt verändere ich mal die Verknüpfung, damit wir uns das mal anschauen, wie das mit dem Propeller-Tool von Parallax ausschaut. Ich gehe hier auf Öffnen mit und wähle Propeller-Tool. Halt, ich sage gleich mal, das soll das Standard-Tool sein. Dauert jetzt einen Augenblick. So, wähle ich Propeller-Tool.
soll standardmäßig damit geöffnet werden. So, und wir sehen, ich mache es nochmal zu, jetzt hat sich auch das Icon gleich geändert. Ja, jetzt haben wir diese lustige Propellermütze. Und wenn wir jetzt einen Doppelklick drauf machen auf ADM-Flash.binary, öffnet richtig im Hintergrund das Propeller-Tool und diese Maske, die wir eigentlich im Programm auch mit F8 erhalten. Und wir können hier dann wählen Load RAM oder Load EEPROM oder wir könnten es auch irgendwo hin speichern. Ja? In unserem Falle, wir wollen es flashen, ist dann richtig Load EEPROM. Und damit wird das dann in den Flash-Chip übertragen und dauerhaft gespeichert. Vorausgesetzt, ich habe natürlich den richtigen Schalter gesetzt. So, wenn wir mal die SD-Card fertig installieren oder vorbereiten für den Hive. Dafür habe ich hier eine leere 2 GB SD-Card. Ich packe die mal in meinen SD-Card-Reader. So, die ist jetzt natürlich leer. Ja. Mal kurz zum Formatieren selbst. Rechtsklick auf das Laufwerk. Formatieren. In dem Falle jetzt FAT. Das ist jetzt wahrscheinlich FAT 16, schlägt er vor. Es ging ja auch mit FAT 32, also die FAT-Engine, die wir im Trios haben, kann auch FAT 32. Ja. Ich werde es jetzt aber mit FAT 16 installieren. Na, also lasse den Vorschlag bis 2 GB gehen, die FAT 16 Laufwerke. Lass auch die Vorgaben hier, na, nennen das Ganze Trios und sage Schnellformatierung und Start. Ja, du sollst es löschen und fertig. So, jetzt ist sie natürlich noch leer, unsere SD-Card. Ja, jetzt schauen wir wieder in unseren Trios-Ordner. Dort haben wir das Verzeichnis SD-Card. Jetzt kopieren wir einfach alles, was dort ist, auf diese SD-Card. Und das war es eigentlich schon. Ja, für das Grundlegende. Wir machen jetzt einfach mal Folgendes. Wir werden gleich noch vorbereiten die Toolboxen. Das haben wir unter Zubehör und das Basic. Ja, ich werde die mal entpacken, die Toolboxen. Toolbox 1. Toolbox 2. Da ist ein bisschen mehr drin. Weil es sind ein paar Mediendateien dabei. Toolbox 3. Das Basic. Ich muss mal reingucken. Das lassen wir mal in seinen Ordner einpacken. Gut, dann müssen wir einen neuen Ordner anlegen. Machen wir gleich noch einen Ordner für Plexus. So. Und für unsere Games. So, Basic hier rein. Games Pack hier rein. Plexus hier rein. Basic entpacken. Games entpacken. Da muss ich jetzt selber mal schauen, wie Zylle 9 das zusammengepackt hat hier. Und das ist das Plexus. Das werden wir hier auch entpacken. So.
Bei den Toolboxen, bei allen dreien, ist die Struktur eigentlich ähnlich wie beim Trios. Ja, wir haben hier ein Verzeichnis SD-Karte, da ist alles drin, was man eigentlich auf der SD-Karte braucht. Hier haben wir dann die einzelnen Sources, Quelltextverzeichnisse, da gehen wir dann drauf ein, dann bei der zweiten Folge, wenn wir dann ein bisschen mit der Programmierung was machen. Wir packen jetzt eigentlich, also alles, was unter SD-Karte ist, kopieren wir rüber. Man sieht, hier ist dann zum Beispiel auch nochmal ein Systemordner. Da ist dieses Matrix, kleine Matrix-Demo da drin. Das wird mit in den Systemordner reinkopiert. Ja, also Ctrl-C, Ctrl-V. Er fragt, soll er das integrieren? Jawohl, unser Matrix.bel. Das gleiche mit der Toolbox 2. Wird jetzt einen kleinen Augenblick länger dauern, da dort die Mediendateien sind. Deswegen machen wir jetzt mal schon die Toolbox 3. Auch wieder SD-Card. Alles markieren. Copy. Ctrl-V für einfügen. Das geht dann wieder relativ schnell. So, gucken wir uns mal das Basic an, wie das aussah. Ach, da hat er auch einen Ordner SD-Card. Ja, also da brauchen wir bloß das Basic-Verzeichnis jetzt schnappen. Ctrl-C, Ctrl-V. Ich bin mir sicher, er hat dann hier auch ein ordentliches, eine ordentliche Dokumentation drin. Ja, weil er hatte das Handbuch richtig als PDF-Datei hier drin. Ein sehr umfangreiches Handbuch über das Basic. Und dort ist mit Sicherheit auch was zur Thematik-Installation gesagt. Ja, hier Installation von Trios Basic. Einfach Ordner rüber kopieren und fertig. Ja. Gucken wir uns mal Games an, wie das dort gestaltet ist. Hier ist es leider nicht ganz so schön. Hier müsste man jetzt aus jedem, also hier sind erstmal sind zwei Ordner. Spiele mit Tastatur und Spiele mit Joystick. Für die Spiele mit Joystick braucht man diese Joystick-Karte. Ja. Und in diesen einzelnen, in den zwei Verzeichnissen sind für jedes Verzeichnis ein Unterverzeichnis und in jedem Unterverzeichnis gibt es dann ein Verzeichnis SD-Card. Ja. Ich denke mal, früher oder später werden wir das nochmal umstrukturieren, sodass wir alles in einem für dieses Pack in einem globalen SD-Card-Verzeichnis haben. Das würde ich dann aber noch mal im Blog dann Bescheid sagen. Das wird noch mal ein bisschen Arbeit, das alles umzustrukturieren. Müssen wir mal sehen. Ja? Also hier könnte ich, mache das jetzt nicht alles. Ich mache jetzt einfach mal hier einen Ordner. Games. So. Und da, ja, ja. Manchmal ist das Windows 7 störrisch. Ja. Ah, da hat er es angelegt. So, wir nehmen mal hier das kleine Click-in. Kopieren es mal rüber. Müssten es jetzt allerdings umbenennen, ja. Und das ist eben ein bisschen. Bisschen doof. Das werden wir nochmal umstrukturieren, ja. Ich mache es jetzt mal nur für dieses eine Spiel. Unterwelt ist auch schön. Das mache ich auch drauf. Kopieren. Einfügen. Das ist ein richtig nettes Puzzle Game. Ich glaube, da hatte ich sogar Musik in die Gänge gebracht. Muss ich mal gucken. Habe ich das? Gucken wir mal rein. Spin, 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 spin. Oh,
Ja, hier sind DMPs drin, also geht da auch Musik. So, das soll es mal mit den Games gewesen sein. So, jetzt haben wir alles drüben. Da ist eine ganze Menge drauf. Ja. Und dann werden wir uns die Karte mal schnappen und den Hive einstöpseln. Müsste er jetzt vernünftig anlaufen. So, jetzt werden wir unsere Dateien flashen. Na, als erstes stelle ich meinen Schalter auf die hinterste Stellung bei mir. Das wäre bei mir jetzt Bellatrix. Ich muss dazu sagen, der Hive ist jetzt auch schon geflasht. Man sieht das schon an der Ausschrift auf dem Bildschirm. Ja, dort erscheint jetzt schon das Hive-Logo. Doppelklicke auf Bellatrix, bellflash.binary und sage Node EEPROM. Ich habe jetzt hier das Propeller-Tool damit verknüpft auf dem Rechner. Und man sieht, er macht ein Reset. Ja, und der Flash wird übertragen. Sollte keine Fehlermeldung kommen, sollte glatt durchlaufen. Ja, wenn da irgendwas ist, dann ist noch irgendwas falsch an der Geschichte. Ne? Wenn das geklappt hat mit Bellatrix, dann erscheint das Logo hier oben. Ja, weil Bellatrix startet aus dem EEPROM und zeigt dieses Logo an. So. Nächste Station, eine Schalterstellung weiter. Bei mir bedeutet das, es ist jetzt auf Administra umgeschalten. Ja, jetzt verlasse ich wieder das Propeller-Tool. So, und doppelklicke ADM-Flash.binary. Propeller-Tool startet wieder. Load EEPROM. Er macht wieder ein Reset. Dauert einen kleinen Augenblick. Er ist fertig. Ich kann wieder beenden. Und umschalten bei mir auf die vorderste Stellung, was bei mir dann der Regnatix-Chip ist. Regflash.binary, Doppelklick, Load EEPROM. So, sind wir fertig. Können wir wieder beenden. So. Und wenn wir jetzt unsere vorbereitete SD-Karte einlegen, ich schalte nochmal aus, ist jetzt keine drin, na? Und wieder anschalten, hören wir schon, es erfolgt das Ladegeräusch, also der Heartbeat kommt und unser Hive meldet sich mit einem Prompt. Ja? Und damit haben wir das Gerät geflasht. So, was gibt es zum Regime zu sagen, zu der Kommandozeile? Die meisten Techies werden ja wissen, wie man damit umzugehen hat. Ja, für die Einsteiger mal kurz ein paar Wörter dazu. Regime selber, die Kommandozeile hat sowohl interne Kommandos als auch externe Kommandos. Ja, also es sind in der Datei regproc.sys bestimmte Kommandos fest eingebaut. Kommandos, die man immer braucht, wie dir zum Anzeigen von Verzeichnissen oder wie Change Directory, um zu navigieren in den Verzeichnissen. Ja? Und um aber die Regpunktsys klein zu halten, wir können ja mal gucken, wie groß die momentan ist. Die ist knapp 9800 Byte groß, also fast 10K groß. Und man möchte sie ja nicht weiter aufblähen. Sind bestimmte Kommandos ausgelagert in das Verzeichnissystem. Ja, das heißt, ein Kommando, was Reg.sys nicht findet, da wird es eine korrespondierende Datei in dem Verzeichnissystem suchen. Ja? Also mit dem Verzeichnis sysconf zum Beispiel, das ist ein externes Kommando, weil man das relativ selten braucht. Wenn ich das eingebe, wird er es selber nicht kennen, Regime. Und wird also im Verzeichnissystem nach einer Datei sysconf.bin suchen und diese dann starten. Ja, und als externes Kommando dann ausführen. Ja. Wie kriegt man Hilfe? Das Hilfesystem ist relativ unkompliziert. Es gibt Manual Pages mit MAN, kann man sich die anzeigen lassen.
welche Manual Pages es gibt. Ja. Und wir sehen, es gibt zum Beispiel zu Regime eine Manual Page und mit MAN Regime können wir uns die dann auch aufrufen. Ja. Wer mal selber Programme für Hive schreibt, die Manual Pages sind einfach nur ganz stinknormale Textdateien. Ja, also die liegen unter System, im Systemverzeichnis. Bei Regime heißt die dann regime.man und da ist genau dieser Hilfetext drin. Ja, und da können wir mal ganz kurz durchgehen. Dann haben wir eigentlich alle Kommandos, die Regime so kennt, zusammen. Ne? Wir haben erstmal einen Hinweis auf die einzelnen Dateinamen. Wir haben ja hier beim Hive ein System, was quasi drei Prozessoren oder drei Mikrocontroller hat. Und wenn wir jetzt ein Programm laden, dann muss der Hive natürlich wissen, in welchen von diesen drei Chips soll er das denn laden? Ja, soll er es nach Regnatex laden oder in Administra oder in Bellatrix? Und das unterscheidet Regime anhand von dem Extender. Wenn dieser Extender, also eine Datei zum Beispiel, ich nehme mal ein Beispiel, FM, das ist der File Manager, fm.bin heißt, dann weiß er, das ist ein Programm, welches er in Regnatex laden muss. Ja? Heißt die Datei datei.adm, dann weiß er, das ist eine Datei, die er in Administra laden muss. Ja? Beispiel dafür wären zum Beispiel die Chipcodes für Administra, zum Beispiel ADM-SID. Wenn ich das eingebe, wird ein Chipcode in Administra geladen, welcher diese SID-Chip-Sound-Emulation hat. Oder ADM-NET lädt in Administra einen Code, welcher den Netzwerkcode dann enthält. Ja? So, und letztendlich, wenn die Datei datei.bell heißt, dann wird die in dem Bellatrix Mikrocontroller geladen, also alles, was mit Grafik und Tastatur und Maus und sowas zusammenhängt. Ja? Zum Beispiel matrix.bell wäre zum Beispiel, wenn ich einfach Matrix eintippe, dann wird dieser Matrix-Bildschirmloader geladen und ja. So, dann haben wir hier Mount und Unmount. Klar, man kann jetzt nicht einfach im laufenden System beim Trios die SD-Karte rausruppen. Da muss man vorher mit dem Unmount-Kommando dem System sagen, ich habe das jetzt entnommen. Ja, dann kann ich sie rausnehmen, kann irgendwas an der SD-Karte machen, irgendwas draufspielen oder runterholen, kann sie wieder reinstecken und mit Mount kann ich die dann wieder ins System montieren. Ja. Dir ist wohl klar, damit zeige ich das Verzeichnis an. Es gibt da zwei Optionen, W für Write und H für Hidden. Also die Anzeige, ob ich mehrere Dateien nebeneinander zeige oder mit den Attributen und Eigenschaften der Dateien anzeige, das kann ich dort einstellen. Ne? Type, klar, zeigt eine Textdatei auf dem Bildschirm aus, an A-Load, B-Load und R-Load. Damit kann ich eine beliebige Datei unabhängig von dem Extender in einen der Chips laden. A-Load lädt nach Administra, B-Load nach Bellatrix und R-Load nach Regnatix. Ja? Und da kann ich jetzt zum Beispiel mit B-Load xyz.dat kann ich diese Datei xyz.dat als Chipcode in Bellatrix laden, unabhängig von dem Extender. Ich muss allerdings dann in diesem Falle wirklich den Extender angeben. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel Matrix lade, brauche ich keinen Extender angeben. Da tippe ich einfach bloß Matrix ein und die Datei matrix.bell wird gestartet. Ja? So, dann haben wir Dell, klar, können wir Dateien löschen, CLS löscht Bildschirm, Free zeigt uns an den freien Speicher auf der SD-Card. Mit Attrib können wir die Attribute von den Dateien ändern, zum Beispiel ein Hidden Bit setzen oder rücksetzen, dass das unsichtbar wird, eine Datei. Change Directory dürfte auch jedem bekannt sein, damit können wir in dem Verzeichnissen navigieren mit CD, mkdir, makedir, damit kann ich Verzeichnisse anlegen, rename, klar, Dateien und Verzeichnisse umbenennen, Format ist auch selbsterklärend, damit kann ich die Dateien, die SD-Karte formatieren, reboot,
kann das System per Kommando neu starten. Da gibt es eine Abfrage, ob ich einen Cold oder einen Kalt- oder Warmstart machen möchte. Ja. Mit SysInfo kann ich diverse Informationen über das System anzeigen, welcher Chipcode in den einzelnen Chips geladen ist. Also ich kann zum Beispiel mal ein SysInfo machen und mir den Chipcode von Administrator anschauen und danach mit ADM-SID mal einen anderen Chipcode laden und nochmal SysInfo geben, dann werde ich sehen, dass dort ein anderer Chipcode angezeigt wird. Gleichzeitig wird dann noch angezeigt die Auflösung und wie viele Zeichen und Spalten ich auf dem Bildschirm textmäßig darstellen kann. Und es wird angezeigt, was für Geräte am Plex-Bus, am Erweiterungsbus angeschlossen sind. Ja? Bei mir jetzt zum Beispiel die Sepia-Karten. Ja. So, was haben wir noch? Color habe ich nie verwendet, kann man irgendwelche Farben setzen. Ich weiß gar nicht, warum ich das eingebaut habe. Habe ich es überhaupt selbst eingebaut oder was jemand anderes? Weiß ich nicht mehr. Cox zeigt mir die Belegung der Cores in den drei Chips an. Ja, können wir mal probieren hier. Cox, zack. Da sehe ich, in Regnatic sind nur zwei Cores belegt. Das ist der eine Core, ist der Loader, der im Hintergrund lauert und Programme lädt. Und der zweite Core sind im Falle unserer Regime. Ja, in Administra sind ein paar mehr Cores belegt und in Bellatrix auch. Ja, wir können mal in SysInfo reinschauen. Ja, da sehen wir jetzt, wir haben hier entsprechende Chipcodes, Spezifikationen und Versionen. Dann wie viel, was für eine Auflösung kam. Das sind die Geräte, die wir angeschlossen haben. Ja, ich kann jetzt zum Beispiel mal die Plexbus-Karte, hier die Sepia-Karte, die ich extra dran gesteckt habe, mal abziehen. Wenn wir SysInfo eingeben, sehen wir, es sind deutlich weniger Devices, werden dort angezeigt. Das hängt damit zusammen, dass auf der Sepia-Karte natürlich mehrere Devices sind, also I.O.-Ports und analog und digital analog machen wir. Ja, zack, da sind sie wieder. Ja. So, gucken wir mal, was wir noch haben. Cox hatten wir. Jetzt kommen DM-Kommandos. DM ist Abkürzung für Directory Marker. Das ist ein System, das ist so ein bisschen ein Kompromiss, weil die alte FAT-Engine konnte nicht so richtig mit Pfaden umgehen. Und ich wollte das ja auch relativ klein halten. Und musste mir was überlegen, um zwischen Verzeichnissen hin und her zu springen. Ja, bei einem großen DOS, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichchen, kann man ja komplette Pfade eingeben. Ja, da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, type system / test.txt. Dann geht er ins Verzeichnis System und type die Datei test.txt dort aus. Ja. Diese Pfade kann aber Regime nicht interpretieren mit dem mit der FAT-Engine, die wir hier haben. Ich möchte aber trotzdem hin und her springen. Ich möchte zum Beispiel trotzdem, dass ich in irgendein Verzeichnis ein Kommando tippen kann und er sucht das im Systemverzeichnis und ist danach wieder in meinem User-Verzeichnis, wo ich mich gerade befinde. Und das kann man tun mit einem Directory-Marker. Wir gucken uns das mal an. Dum, dum, dum. Mit DM-List können wir uns nämlich die Directory Marker anzeigen lassen. Wenn ich eine SD-Card mounte, und nach dem Start sind sie ja immer gemountet, setzt er immer drei Marker. Den R-Marker, den S-Marker und den U-Marker. R zeigt immer auf Root, S immer ein Systemverzeichnis und User immer auf das Verzeichnis, wo ich mich gerade befinde. Ja? Also ich kann zum Beispiel mit DM und R kann ich einfach springen in das ins Root-Verzeichnis. Naja, das macht jetzt wenig Sinn, weil wir da gerade sind. Mit S springen wir ins Systemverzeichnis. Zack, wenn wir jetzt gucken, sind wir auch im Systemverzeichnis. Mit DMR springen wir wieder in die Root zurück. Ja? Und so können wir hin und her wechseln. Des Weiteren sind hier noch drei Benutzermarker, die man noch verwenden kann, die man auch in Programmen verwenden kann. Wenn man jetzt zum Beispiel mit dem File Manager verwendet das, wenn er Dateien von A nach B irgendwo kopieren möchte. Ja, so, dafür ist es gedacht. Ist ein bisschen Notbehelf. Mir wäre natürlich lieber,
Man könnte dort richtige Pfade verwenden und ich habe jetzt schon in der Programmiersprache Mental habe ich schon die neue FAT Engine und die kann ordentlich Pfade interpretieren. Da kann ich auch Pfade angeben, die relative und absolute Pfade. Und ich kann dort auch Multi-File-Support nutzen. Also ich kann mehrere Dateien öffnen und so weiter und so fort. Das kann die alte FAT Engine hier so in der Form auch nicht. Oder haben wir halt in dem alten Trios so als Programmstarter, als einfachen Programmstarter jetzt einfach auch gar nicht integriert. Ne? Was haben wir noch? An Kommandos in Regime. Und gucken wir mal. Das waren die DM-Marker. Force, klar, wenn wir eine Installation haben mit PropForce, dann können wir mit dem Kommando Force können wir zu PropForce rüber wechseln, was ja immer im Hintergrund irgendwo lauert. Ja? Und im Force können wir mit Regime dann dementsprechend wieder in die Kommandozeile wechseln. Hier sind nochmal die Parameter für die Marker, DM-Marker. So, RAM-Disk. Mit der RAM-Disk gibt es verschiedene Kommandos. Da können wir also Dateien in die RAM-Disk laden, von dort in eine SD-Karte-Datei speichern. Wir können uns den Inhalt anzeigen, umbenennen, löschen und austypen. Ja? Und das probieren wir einfach mal mit xdir. Haben wir da jetzt was drin, nämlich die Datei rec.sys. Das ist doof, weil ich das gerade schon probiert habe. Wir machen mal einen Reboot. Da haben wir das nämlich auch mal probiert. Und zwar machen wir mal einen Kaltstart. Die RAM-Disk ist warmstartfähig, also einfach nur einen Reset-Knopf drücken reicht nicht, da bleibt der Inhalt erhalten. Aber nach einem Kaltstart, wenn wir jetzt mit X hier reinschauen, sehen wir, RAM-Disk ist leer. Ja? Und jetzt können wir haben ja jetzt hier die Datei rec.sys. Können wir diese Datei laden mit xload rec.sys, lädt er diese Datei in die RAM-Disk und wir können uns diese Datei dann mit xdir dann auch anzeigen lassen. Ne? Diverse Programme nutzen es, ich will es jetzt für den Editor nutzen. Wir werden dann gleich nochmal sehen, mit dem File-Manager geht das dann auch. Ja? So, was haben wir? Was haben wir noch an externen Kommandos? Das hatten wir noch übrig. Wir haben sysconf, da hatten wir noch nicht reingeschaut. Hplay, wplay, das ist gut, der hssplay. Das ist so ein bisschen veraltet jetzt hier, müsste ich mal überarbeiten, weil wir haben ja dann auch noch den splay für den sit-player. Also ich sehe das gerade, das ist mal überarbeitungswürdig. SFX-Tool, also Hplay ist der HSS-Player für HSS-Sounddateien, das sind so eine Art Mod-Dateien, ja. Wplay, aber ein eigenes Format, Wplay für Waves, ja. Und das SFX-Tool, damit kann man SoundFX-Dateien erstellen, die man mit HSS heißt Hydra Sound System. Das hat mir jemand mal entwickelt für diese auf dem Propeller basierende Spielkonsole Hydra. Ja, und damit kann man diese Soundeffekte erzeugen mit dem SFX-Tool. Zum Beispiel habe ich mit diesem SFX-Tool diesen Heartbeat-Sound erzeugt. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel einen Unmount mache, gibt es hier so einen Abschwenden-Engine-Ton. Ja, und wenn ich mounte, auch wenn er anschwellend, ja, und das habe ich damit gemacht oder für diverse Spiele schon irgendwelche Sounds damit entwickelt, ja. Mit VGA schalten wir einen VGA-Modus, H-Text ist so ein bisschen ein Überbleibsel aus alten Zeiten, der funktioniert nicht, der müsste man auch mal arbeiten, das wäre mal so ein hochauflösender Textmodus und TV.bell, damit können wir einen TV-Modus umschalten. Es gibt noch viele andere Kommandos, externe Kommandos, muss ich dazu sagen. Ja, wenn wir hier mal mit in Systemverzeichnis reinschauen, sehen wir, dass da eine ganze Menge drin ist. Ja, ich will es jetzt auch gar nicht alles im Einzelnen so wiedergeben, weil das würde jetzt einfach den Rahmen sprengen. Ja, vielleicht zwei Programmchen noch, die ganz interessant sind oder drei. Das eine ist, zusätzlich haben wir jetzt noch ein S-Play, das ist hier, das spielt, wo ist es, S-Play Bin, spielt, SID-Dateien ab. Dafür muss man vorher den ADM-SID
Chipcode laden. Also einfach ADM-SID eingeben, dann ist der HSS-Soundtreiber weg. Dann hört man auch kein Heartbeat mehr, aber dafür kann er SID-Chip. Ja. Und zwar Stereo-SID-Chips, also zwei SID-Chips emulieren. Und dann mit S-Play kann man dann SID-Dateien abspielen. Wir haben gleichzeitig auch noch Y-Play. Da kann man Sounds von diesem Yamaha-Chip abspielen. Die haben wir ja auch auf der Toolbox 2 dann drauf gehabt. Diverse Beispiel-SID-Dateien und Beispiel-Yamaha-Dateien kann man dann abspielen. Ne? Hier zwischendrin haben wir diverse Dateien, die nennen sich .mod. Ja, hier tools.mod oder splay.mod zum Beispiel. Mod-Dateien sind Moduldateien für das PropForce. Ja, die kann ich also im PropForce laden. Das sind dann Spracherweiterungen für das PropForce. In dem Fall wäre das bei splay.mod zum Beispiel ein SID-Player für das Force. Ja, oder mit Tools-Mod habe ich dann diverse Tools, die ich dann unter PropForce dann zur Verfügung habe. Ne? Was haben wir noch? Wir haben noch FTP und wir haben noch den File Manager. Mit FM können wir den File Manager starten. Der ist so ein bisschen Norton-artig und wird sicherlich mal überarbeitet, wenn wir hier Multi-File-Support noch drin haben und Pfade. Weil dann können wir natürlich mit zwei SD-Card-Fenstern navigieren. Ne? Jetzt haben wir hier auf der linken Seite immer die SD-Card. Und auf der rechten Seite unsere RAM-Disk. Wir sehen, in der RAM-Disk haben wir direkt.sys noch drin. Mit dem Space kann man hier Dateien markieren. Ja. Wir können hier mal eine kleine Datei nehmen. Hier zum Beispiel BlueCall und DWCall. Das sind übrigens Farbdateien. Das sind Farbdefinitionen drin. Und mit Funktionstaste F3 SD kopiert er SD in die RAM-Disk. Ja, ich mache das einfach mal, ja, und dann hat er diese Dateien drüben und dort können wir sie jetzt zum Beispiel auch markieren, woanders hin kopieren oder wir können sie einfach mit F2 löschen. Das machen wir jetzt auch mal und schon geht's nicht. Ich weiß gar nicht, warum sie nicht wechseln. Ach so, das Löschen gilt nur für SD-Card. Ja, um die SD-RAM zu löschen, haben wir hier einfach einen RAM-Clear mit F5. Haben drei Flaschen, zack, leer. Ja, da wird in einem Stück gelöscht. Ja, es gibt noch so ein paar andere Kommandos hier. Ne, werde ich sicherlich über die Zeit dann auch noch erweitern. Ne? So, F10 ist quit. Erwähnenswert, dann noch die Datei FTP. Nicht FTP, IAC. Ja, wo haben wir sie? Die muss ja hier irgendwo rumlungern. Die... IAC.bin. Das ist ein IAC für den IAC-Chat, ein Kommunikationsprogramm. Ja. Ich habe jetzt kein Netzwerk hier gerade angeschlossen, deswegen kriegen wir da keinen Connect. Aber ich möchte es gerne mal zeigen. Es ist in dem Dokumentationsordner dazu eine extra Dokumentation drin. Er meldet sich jetzt hier mit Konfigurationsangaben. Das macht er nur einmalig, wenn ich den IAC auf so einem frisch installierten System, wie wir es jetzt hier haben, das erste Mal starten. Da kann ich dann diverse Angaben geben, die IP von dem IAC-Server und. Ne? Das hatten wir. Und diese speichert er in der Config-Datei ab oder in dem in RTC-Chip. Ja? Und beim nächsten Mal fragt er nicht mehr, dann kann er gleich connecten. Eine Mini-Anleitung haben wir auch in dem Tutorial zur Bestückung von dem RAM-Chip. Dort haben wir nämlich unter anderem den Nachher mit als Demo mit dem IAC-Programm einfach mal ein bisschen rumgechattet auf einem Server. Also wen das ein bisschen näher interessiert, kann da mal reinschauen in das Tutorial. Ja? Okidoki, ich gebe Ihnen mal die Kante und dann gucken wir mal weiter. So, ich möchte nochmal das Handling zeigen mit den verschiedenen Chipcodes, am Beispiel von den SID-Dateien. Ja, ich wechsle jetzt einfach mal in unsere Datei, in unseren Ordner SID rein. Da haben wir diverse SID-Soundtracker-Module für den SID-Chip. Und wir können diese jetzt natürlich mit S-Play nicht abspielen.
Ja? S-Play hat verschiedene, ich weiß gar nicht, haben wir da eine Manual-Page? Ich muss mal gucken. S-Play, jawohl, MS-Play. Und da sehen wir dann auch die Kommandos. Mit S-Play/D kann man alle SID-Dateien in einem Verzeichnis abspielen. Ne? Mit Q macht man Quit, N zum nächsten Titel springen, mit P dann Pause. Ne? Wir könnten jetzt mit S-Play/D alle Dateien im Verzeichnis abspielen. Aber da zeigt uns S-Play den Finger und sagt, Mensch, dein Administra-Code unterstützt keine SID-Emulation. Woher weiß er das? Er guckt nach den Spezifikationen der Chips, die wir hier auch mit SysInfo sehen. Bei Administra haben wir hier Spezifikationen und diese Bits geben an, was für Treiber geladen sind in diesen einzelnen Chips. Und da sieht er, irgendein Bit XYZ ist nicht gesetzt, also kann der überhaupt nicht SID abspielen. Lade mal bitte den passenden Code. Ja? Und das machen wir jetzt mit ADM SID. Können wir diesen Code laden. Und wer aufmerksam war, hat es knacken hören. Und danach ist jetzt der Heartbeat weg, weil wir jetzt die SID-Treiber verwendet haben. Und mit SysInfo zeigt er uns jetzt auch was ganz Komisches an. Oh, das ist ja ein Fehler, den habe ich jetzt gerade gefunden. Ja. Wahrscheinlich, weil wir noch eine veraltete Flexbus-Version in dem SID-Code drin haben, zeigt er uns jetzt hier ein bisschen Müll an. Aber worauf ich hinaus wollte, war, dass wir hier im Administer bei den Spezifikationen andere Bits gesetzt haben. Ja. Wir haben hier drei Bits gesetzt, also 11001. Ich mache nochmal zurück, ADM Sys zu dem alten Code. So, und da sehen wir, dass wir hier bei Administra Spezifikation, da hatten wir ja eben hier ganz andere Bits gesetzt und das sieht jetzt hier völlig anders aus. Ja, also es sind andere Sachen da. So, wir machen das jetzt nochmal. Wir wechseln rein in unser Verzeichnis SID. Ja, da haben wir unsere SID-Dateien drin. Jetzt laden wir unseren Soundtreibers ADM SID. Und jetzt können wir mit S-Play/D auch unsere Sounddateien abspielen. Ja? Und wie wir gesehen haben, Q, Quit, Next, Pause. Ja? P, Pause, Next. Ja? Und mit Q dann Quit. Ja? So funktioniert das und kann man ein bisschen hantieren. Jo, das soll es jetzt im Groben zu Regime gewesen sein. Wer Lust hat, kann jetzt auch einfach mal im Systemverzeichnis die Sachen mal durchgehen und sich das mal auch die Manual Pages durchlesen und kann da ein bisschen experimentieren. Ja? Ich rege dann auch gerne dazu an, weil das sind alles sehr kleine Kommandos. Wer gerne programmieren möchte, der schaut sich dann einfach mal die zweite Folge zu Trios an. Weil da geht es dann auch so ein bisschen um die Programmierung, wo liegen welche Quelltexte. Zum Teil sind diese Kommandos, die externen Kommandos, sehr kleine Kommandos. Ja, also zum Beispiel die Datei sysconf. Ja, ist ein sehr kleines Kommando. Lungert hier irgendwo rum. Man findet es auch hier sysconf.bin. Man findet diesen Quelltext in der Source-Version von dem Trios. Man kann da reinschauen und man kann halt dort sehr gut sehen, wie man den Hive auch programmiert. Ja, also einfach mal reinschnorcheln, wenn mal das Bedürfnis besteht, so, Mensch, wie wird denn das einfach gemacht? Ja. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, um dort so ein bisschen einzusteigen in die ganze Geschichte. Ja. Und zwar sind das so ein bisschen die Toolboxen. Ja. Warum? Weil in den Toolbox-Dateien, zumindest auf dem PC, überall die Quelltexte mit dabei sind. Ja, und wir haben in der Toolbox 1 lauter kleine Demos. Na gut, dann machen wir mal. Ja. Das sind alles kleine Demos, mit welchen man irgendwelche kleinen Experimente machen kann.
Ja, ich weiß gar nicht, gibt es hier auch ein Hello World da drin? Jawohl, gibt es ein ganz einfaches Hello World als BIN-Datei. Wer sowas sucht, ja, wenn ich das jetzt eintippe, 16, Hallo, aber ein Hallo Welt, natürlich die Hive-Version davon, ja. Und also das Hallo sagen bei den Borgs sieht ja anders aus, da sagt man nicht Hallo, sondern da sagt man, wir sind Borg, Widerstand ist zwecklos, ja. Deswegen diese Version. Ne? Oder wir haben hier zum Beispiel ein Demo für die Parameterübergabe. Wenn ich ein eigenes kleines, eigenes externes Kommando schreibe, wie übergebe ich dem denn Parameter? Ja? 17 para slash a slash b slash c. Und dann zeigt er mir die an. Und man kann jetzt im Quelltext reinschauen, wie wird das gemacht. Wie hole ich mir die Parameter in mein Programm, welches da gestartet wird? Ja? Also hier sind viele kleine Programmchen, auch kleine Grafikcodes, wobei ich dazu sagen muss, die arbeiten mit dem Grafikmodus 0, sind aber selber Bellatrix-Codes. Also man müsste die nochmal umsetzen, das steht auch noch auf meiner Agenda, dort richtig Regnatix-Codes zu schreiben. Die sind jetzt nicht so dolle für zum Programmieren geeignet, weil man möchte das ja vom Regnatix-Chip her programmieren und nicht von Bellatrix. Weil das ist ja dann schon Level 2, wo ich dann eigenen Chip-Code schreibe. Ja? Aber hier sind dann so kleine Demos. So, 9-LISA2. Das Punkt Bell brauchen wir nicht schreiben. Und schon lädt er den Bellatrix-Code. Wir sehen es hier drüben. Ja, dass er dort solche Lissaju-Figuren zeichnet im TV-Modus. Ja, und man kann sich dann mal anschauen, wie wird denn sowas gemacht. Ja. Wer aber mehr Interesse hat an der Programmierung von solchen Grafiksachen für Spiele in diesem G0 Grafikmodus. Dort gibt es eine Datei G0 Test. Und da gucken wir mal, die müsste im Systemverzeichnis sein. G0 Lib, G0 Key, G0 Test.bin. Und das ist schon ein richtiger Regnatix-Code. Also wer mit diesem Vektorgrafik was programmieren möchte, ja, G0 Test, der sollte sich den Quelltext von dieser Datei einfach mal anschauen. Ja. Dort wird alles, wie man das auch in Spielen braucht, von Regnatix aus programmiert. Ja. Und da werden Linien gezeichnet, diverse Vektorobjekte. Ja, und das auch sehr schnell. Und der Quelltext ist nun in einzelne Abschnitte unterteilt. Ne? Da zeichnen wir Boxen, da zeichnen wir Kreise, da zeichnen wir Sternchen und so weiter und so fort. Und dann kommen gleich noch Sprites und ähnliches. Da kann man dann einfach mal in so einem Abschnitt gucken, wie wird denn das gemacht. Hier ein Pixelsprite, ja, hier dann mal sehr viele Pixelsprites, hier werden die Pixelsprites dann mal bewegt und so weiter und so fort. Also wer mal ein Spiel programmieren möchte, das wäre mal so ein richtiger guter Anlaufpunkt und eine Basis dafür. Ne? Beispiele für Soundprogrammierung findet man natürlich einfach mal, wenn man jetzt das Spiel, das möchte ja dann auch Sound haben, in dem S-Play-Kommando, das ist ein sehr kleines Kommando, dieses Sit-Play-Up-Kommando, da sieht man, wie man so eine Sit-Datei abspielen muss. Ja. Oder es gibt dann auch gerade bei den Toolboxen, gehen wir mal zurück, gibt es das ich möchte sagen, Toolbox 3, Change Directory, Toolbox-3, da gibt es das Spiel Boulder Dash, ja, nö, gibt es nicht, wo war denn das drin? Verdammt, war es nur 2 drin? Boulder, ja, gut, in der Toolbox 2 war es dann. Da sind noch ein paar kleine Demos. Das Boulder Dash
Da sieht man dann, dort habe ich, also das Spiel selber läuft fast komplett in Bellatrix. Also das ist nicht so schön zum Gucken eigentlich, wie sowas programmiert wird. Aber da habe ich den Sound nachgerüstet auf Gegebenheiten im Hive. Und dieser Sound dort arbeitet mit, einerseits spielt er ein Wave ab, beim Start des Programms, im Titelscreen und arbeitet dann mit den HSS-Soundeffekten. Ja, die ich dann wiederum mit dem SFX-Tool designt habe. So, was haben wir noch? Wir haben noch das Basic, wir haben noch die Games und ähnliche Sachen. Ich schaue mal mit dem Basic rein. Aber das werden wir jetzt nur mal ganz kurz streifen. Einfach aus dem Grunde, weil das würde jetzt einfach den Rahmen von diesem Tutorial sprengen. Es ging ja jetzt hier erstmal darum, wirklich die Installation von dem Trios in dieser Bin-Version zu zeigen. Da sind wir jetzt durch und dass man mal ein paar Kommandos kennenlernt, mit welchen man dort arbeiten kann. Ja, und das haben wir ja jetzt hinter uns. Das Basic selber ist ein Thema für sich und ist auch sehr, sehr, sehr umfangreich. Aber es gibt ein ganz wunderbares PDF-Dokument dazu und ein richtig schönes, umfangreiches Handbuch. Und ja, da kann man dann gucken. Ja, hier unten ganz viele Beispielprogramme. Haben wir hier mal was Kleines? Irgendwas Kleines. Farben.bass zum Beispiel. So, List, können wir uns das anzeigen lassen. Ist ein ganz kleines Programmchen wahrscheinlich. Lassen wir laufen. Und er zeichnet jetzt hier die verfügbaren Farben auf dem Bildschirm. Ne? Einfach mal reingucken. Genauso sieht es aus mit den Games. Einfach mal einzeln durchschnorcheln. Da gibt es ja eine ganze Menge. Sprengt jetzt den Rahmen. Und insofern möchte ich dieses Tutorial jetzt auch abschließen. Wer mehr Interesse hat, auch gerade an der Problematik Programmierung, Quelltexte, wo bekomme ich welche Informationen her, wo finde ich welche Quelltexte. Wie ist die Struktur von dem Trios? Wie funktioniert das? Wie kommunizieren die Chips miteinander? Das würde ich versuchen, alles in dem zweiten Tutorial zum Trios zu erklären. Einfach dort weiterschauen. Ja. Alles klar. Nun denn, ciao, ciao und bis demnächst in diesem Kino.